Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Ich habe jetzt noch ein bisschen Glas für uns. Viel ist es nicht geworden, 3 Stück nur, aber ich kann zumindest schon mal den Automaten hier machen. Okay, es sind wirklich nur Chips. Vielleicht gibt es dann irgendwann noch einen Getränkeautomaten später. Dann könnten wir uns noch Getränke hier ausdrucken. Und ja, aber hier, das, die Scheibe, die ist schon mal Pflicht. So, sehr gut, sehr schön. Na, dann kann man hier vielleicht, mache ich hier nochmal so eine Pflanzgeschichte hin, oder ich mache hier dann mal was zum Sitzen, werden wir dann sehen. Dann kann ich hier noch die Bepflanzung für die Wand machen, die lebende Wand zum Beispiel. Ah, die hat hier nicht Platz, warum? Ah, die geht nur seitlich hier. Ach so, wahrscheinlich, weil ich hier zu nah gebaut habe, ne? Wenn ich das wahrscheinlich wegräume, ich probiere es jetzt mal. Zack, dann könnte ich hier wahrscheinlich, ja, dann würde es gehen. Aber das würde dann bedeuten, dass ich hier nicht weiterbauen darf. Da wäre es besser, hier das zu machen. Da. Zack. Und hier nochmal. Das ist schon schön, oder? So. Ich glaube, das ist schon okay so. Dann kann ich hier nochmal das Töpfchen machen. Schöner Topf. Das war da, glaube ich. So. Ah, da fehlt mir was. Okay. Bilditan. Macht nichts. Aber bauen wir später fertig. So, ich glaube, das ist schon okay so, ne? Das schaut schon ein bisschen belebt aus, ein bisschen schön aus. Ich glaube, das geht schon. Dann können wir hier, wenn wir mal haben. Oder habe ich es eh schon? Was ist denn das eigentlich? Energietransmitter, der Energiequelle. Wärmekraftwerk, das muss ich auch noch bauen. Yes, das ist nah. Ein Scheinwerfer. Jo. Eine Bank, genau. Und die dann halt so her. Ne? So. Da brauchen wir halt dann auch Titan, aber halt für später. Die Bank, dann könnten wir hier eigentlich unser Büro direkt machen. Na, das zahlt sich nicht aus. Das ist dann doch schon zu überfüllt. Oder wir machen, na wohl, das passt schon. Hier die Bank hin, das passt schon, kann man sich dann so hinsetzen. Jo, normal gehört die Bank fast so hin oder so, aber ist ja wurscht, das geht glaube ich schon. Dann könnten wir machen. Geht sich das aus? Ach, das klappt sogar. Hier ein Regal draufzustellen. Okay. Ich will nur mal ausprobieren, ne? Was alles geht. Die Wandbepflanzung möchte ich auch gerne machen. Geht das hier nur so mittig? Brauchen wir auch Titan dafür. Und auch hier noch eine. So. Weil hier machen wir keine, sonst können wir nicht vernünftig sitzen. Dann wird man uns da ständig die Birne anhauen. Geht das hier auch? Hier so. Ah ja, hier geht's auch. Oh ja. Aha, das gefällt mir ganz gut. So und. So. Ja, das ist schon fast besser wie da drüben. Das da und das da. Da werde ich mir noch was anderes wahrscheinlich einfallen lassen. Vielleicht mache ich hier auch generell noch Glas dazu. Zumindest hier noch. Hier wäre schon bald besser, nochmal Glas zu machen. Warum und wieso? Oder ein Aquarium direkt. Ein Aquarium wäre schon fein. Die Frage, ich glaube, so ist die Seite richtig, oder? Ah, ist komplett wurscht. Okay, ist komplett egal. Da wäre noch schön, ein Aquarium hinzuknallen. Haben jetzt zwar das Grüne als Hintergrund. Aber wäre ja wurscht, oder? Zack. Glas und Titan brauchen wir da noch. Ich glaube, das wird sogar ein bisschen schön. Glaube ich. Wenn ich dann hier noch. So. Und hier noch. Wenn es geht. Wenn er mich lässt. Nein. Dann halt nur so. Schräg. Geht's hier? Hier herüben wird's gehen. Ja. So.
Und so, dann hätten wir es fast symmetrisch ein bisschen. Ja, ich glaube, das schaut nicht so schlecht aus. Geht das dann vielleicht hier unten noch? Na, auf dieser Seite möchte er gar nichts mehr haben, ne? Hier unten vielleicht noch? Ja, theoretisch hier wird es noch gehen, aber das schaut dann, glaube ich, schon ein bisschen doof aus. Das schaut dann schon sehr gezwungen aus, glaube ich. Hier eventuell noch. Schaut das was gleich? Wenn es fertig ist, werden wir es eher sehen, wahrscheinlich. Meine Güte, das ist schon wieder durstig. Und hier vielleicht nochmal. So. Schauen wir mal dann, wie es ausschaut. So. Machen wir das halt ein bisschen hübsch. So, ich brauche was zum Saufen. Ich habe natürlich nichts mehr. Das heißt, ich muss was herstellen. Kann ich? Das will ich auch ausprobieren. Benutzen. Däh, das geht echt. Habe ich jetzt was? Tatsächlich. Reissnack. Kostet mir zwar Wasser, aber ich kann damit echt ein bisschen was essen. Ja, das ist schon cool. Es fehlt nur noch, dass man hier Soda und sowas ausdrücken darf. Drücken. Den Mistkübel muss ich dann auch noch daneben hinstellen. Ganz klare Sache. So. Und dann noch meine letzte Koralle. Hier. Die muss ich auch dringend nachfarmen, die Röhrenkoralle. So. Also machen wir ganz fix Wasser. So, lala. Brauche ich noch einen Haufen Titan. Und ich brauche noch einen Haufen Glas. Keine Energie. Meh. Frechheit. So. Danke. Achso, hier ist die Batterie schon fertig, ne? Eine leere habe ich jetzt nicht, habe ich gesagt, ne? Na, nur volle. Ja, ist ja wurscht, die kann nicht bleiben dabei. Ich hoffe, das nicht explodiert, aber ich glaube nicht. Ha, das geht nicht, oder? Nein. Gott sei Dank habe ich sie aufbehalten. So, ich muss ein Schlückchen saufen. Ach, ich sauf gleich alles. So. Dann ist mal ein bisschen länger Ruhe. Gut, die Energie kommt zurück, das passt auch. Wir brauchen unser Seemötchen. Wir müssen mal wieder auf Titanenjagd gehen. So, zack. Zack, platsch. Ja, das freut mich. So, also wir müssen Essen holen, wir müssen Titan wieder farmen, wir brauchen einen Haufen Quarz. Ja, da haben wir zu tun. Da haben wir zu tun. Passt aber eh. So. Ja, da kommen schon die Gestalten. So. Salz werde ich dabei jetzt keines farmen. Da haben wir noch ein bisschen was zu Hause. Aber hier wäre gut. Oha. Ich glaube, die streiten gerade. Ich hole mir das mal. Das haben die schon so nett für uns gesammelt. Das nehme ich jetzt mal mit. So. Ja. Wenn die schon so nett sind und uns helfen, darf man ja nicht unfreundlich sein und das Geschenk ausschlagen. Da hätten wir Monstereier. Wäre schon gut, wenn ich die kaputt mache, ne? Geht das überhaupt? Wie groß sind denn die? Oh mein Gott. Sehr groß. Rein in mein Möttchen. Und zwar schnell. So. Das zu dem. Ich brauche noch Quarz. Quarz wäre sehr super. Wenn ich noch was kriegen könnte. Habe ich noch Platz? Ja. Habe ich noch tatsächlich.
Jedes Stückchen Quarz ist geholfen. Oha, langsam. Ich glaube, da ist jetzt mal keines. Ich müsste dann, glaube ich, wieder die Stelle finden. Oh. War ich hier schon? Flatterfrax, weiß ich schon immer, wo ich war und wo nicht. Huch. Entschuldigung. Ja, da waren wir schon. Da waren wir schon, in der Tat. So. Mal ein bisschen tiefer tauchen. Vielleicht haben wir hier schon Glück. Salz haben wir mal genug hier an dieser Stelle. Und genau das habe ich gesucht, weil hier haben wir immer gutes Quarz gefunden. Aber hier scheint derweil nur einen Haufen Salz zu geben. Ja, ha, geh weg! Gschuh! Geh weg! Beide! Wo ist es jetzt hin? Das war hier irgendwo. Ich habe Quarz gesehen. Gehabt. Da. Mal kurz holen gehen. Zack. Ja, ja. So. Da ist Salz. Okay. Was wollen Sie, Sie lästiger Kropfen? Lassen Sie mich doch bitte in Frieden. Hoppala, Entschuldigung. Ich glaube, den habe ich jetzt getötet. Wenn ich da jetzt, wenn ich den ramme, würde ich den Schaden zufügen? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mein Schifflein nicht unnötig beschädigen. Mein kleines Mädchen. Waren wir hier schon? Ich glaube, ja. Doch, ich glaube, wir waren schon hier. Am Tag sieht es wieder ganz anders aus als am Abend. Ich bin jetzt hauptsächlich hier, um Quarz zu sammeln. Weil, boah, drei Plätze habe ich ja noch frei. Und da wäre es sehr schön, wenn ich es mit Quarz füllen könnte. Da wird man noch zwei Scheiben nämlich rausbringen. Und dann könnte man schon wieder zwei Sachen fertig bauen. Aber da wäre es vielleicht schon bald besser, wenn ich mir dann mit einem halbwegs leeren Beutel eine Höhle anschaue. Weil ein Stück Quarz ist halt auch mager. Hier. Ah, hier haben wir noch eins. Zack, man muss nur sich beschweren. Dann kriegt man schon die Sachen. Ja, ja. Wir Frauen können das besonders gut. Weil man weiß, unser Gegenüber hätte gern Ruhe. Und wenn er Ruhe haben will, dann muss er uns geben, was wir wollen. Ganz einfach. So, da haben wir nochmal. Zack. Zack. Aber ihr Männer seid ja auch nicht anders. So bleiben uns nichts schuldig. Was ist das? Ein großes Salzvorkommen, ne? Da brauche ich höchstwahrscheinlich unseren Krebs, um das zu ernten. Aber bevor ich nicht einen Zyklopen habe, möchte ich den Krebs nicht nutzen, weil ich Sorgen habe, dass ich nicht mehr nach Hause komme, weil der kann ja nicht schwimmen, so wie die Motte hier. Der kann zwar hüpfen, aber wenn ich da einmal zu tief abstürze irgendwo, dann komme ich da mit dem Krebserl aber nimmer weg. Ich sollte vielleicht den letzten Slot, den ich habe. Ach, das Ei haue ich noch weg. Ui! Unser Mädchen ist ganz schön angeschlagen. Das müsste ich reparieren.
Was zu essen wäre halt besser, glaube ich, ne? Ja. Dann werde ich aussteigen. Mein Reparaturdingsbums. Wo bist du denn? Da. So. Kann ich das? Ich schmeiß das weg. Es ist mir zu viel. Es braucht zu viel Platz. So. Bitte einmal reparieren. Meine arme kleine Motte. So. Die Ohrbirne lasse ich da. Schau mich kurz um, ob ich hier zufällig was Brauchbares finde. Titan. Jo. Nobody know. Da ist nichts. Dann nehmen wir halt die Motte wieder mit. Es ist halt, ich würde gern Salz mitnehmen, alles was geht. Da haben wir aber so viel und ich brauche halt dort wirklich ein Quarz. Titan und Quarz, das ist momentan wichtiger. Aber drei Quarzel haben wir eh schon gefunden. Einen Quarz habe ich, glaube ich, noch zu Hause. Wobei, jetzt könnte ich auch mehr... Ui! Ja, und das nutze ich jetzt auch gleich aus. Weil davon habe ich ja auch nichts mehr. Zack, 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 zack. Wie viel Platz habe ich noch? Ja, genau, einen Platz. Ja, dann nehme ich noch was zu essen mit. Wenn ich Glück habe. Upp, was bist denn du? Ist das was zu essen? Kleiner essbarer Beutefisch, perfekt. Den werden wir dann rausbraten und dann passt es schon. Ah, die Leviathane sind schön. Ach ja. Schade ist, dass wir auf unsere Leviathane nicht achten, ne? Unsere Wale, die wir haben, könnte man ja auch quasi als ein Leviathan betrachten. Dabei sind das echt schlaue Tiere. Obwohl sie so groß sind, sind sie auch unglaublich feinfühlig. Ja, ich habe ja eh schon was zum Kochen mitgenommen. Meine Güte, regen Sie sich nicht so auf, bleiben Sie cool. Grummel, grummel. So, jetzt gehen wir schnell Essen machen. Dann gehen wir schnell Glas bauen und dann gehen wir... Ja, tuck, ich habe irgendwas über den Haufen gefahren. Dann gehen wir noch wieder weiterbauen ein bisschen. Dann wird unser Zuhause auch schon schön. Dann werden wir das auch mal mit dem Schott werden wir auch probieren. Beim Schlafzimmer vor allem, wäre ganz gut. Und ich würde sagen, generell was die Mehrzweckräume betrifft, werden wir das einbauen. Dann werde ich noch Schilde versuchen anzubringen. Mit Beschriftungen, wo was hingeht, hinführt. Ja. Haben wir eine schöne Bausession jetzt mal. Ich habe mir jetzt auch den Weg gemerkt von der Insel vor ein paar Parts, ne? Wie man von dort mit dem Alien-Teleporter wegkommt. Ich war schon in der Nähe, es hätte nicht viel gefehlt. Ich war halt wieder typisch in meinem Zocker-Element. Zockerbrautelement, ja. Und bin wieder wie ein blindes Huhn daran vorbeigelaufen. Ihr werdet euch eh schon schief und krumm gelacht haben, aber ja, ich bin halt so. So, also mal was zum Mampfi kochen. Jo. Sehr gut. Den verknuspern wir jetzt auch gleich. Nom 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 nom. Ja. Boah, der war echt nur klein. Der hat jetzt echt fast nichts gebracht. Okay. Dann würde ich sagen, wir bauen gleich weiter. Und zwar ein Glas geht sich aus. Dann machen wir einen Haufen Titan. So.
Dann nehme ich mir noch das. Es müsste noch ein Quarz übrig sein, genau. Daraus mache ich mir jetzt noch schnell ein Gläserle. So. Dann kann ich wieder ein bisschen bauen. Die Firma dankt. Dann machen wir unser Sitzplatzerl und wo es halt sonst noch geht, den Auto. Gut, wir haben fliegende Fische. Ja, ich wollte immer Mitbewohner haben, ne? Okay, gut. Dann mal die Bank. Jo, das ist schon schön, glaube ich. Das passt schon ganz gut. Dann die Wandbepflanzung. Ich mache mal hier mit alle drei. Mal schauen, wie das ausschaut. Jo, ich glaube, das geht schon. So. Okay. Zack. Das Aquarium. Jetzt kann man hier, glaube ich, irgendwelche Viechlein reingeben, ne? So Fischis und so. Ich werde es da mal mit zwei Klubschis probieren. So. Ich glaube, der Raum ist nicht so hässlich, oder? Da geht noch und da noch. Ich finde, der ist ganz nett geworden, oder? Hier können wir noch ein Pflanzkistel hin tun, wenn wir wollen. Also so ein Dingens. Ha, ich glaube, das ist schon hübsch, oder? Ja, mir gefällt das. Auch das hier ist schön geworden. Bin gespannt. So. Dann das Hammer, 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 Hammer. Hier werden wir dann später noch ein Fensterle einbauen. Zack, zack. Genau, das Ding wollte ich probieren. Wo bist du denn? Fundament? Nein, nein, nein. Verstärkung, Fenster, Luke. Ich hätte gedacht, das wäre hier dabei. Dieses Schott-Dingsbums. Schott, hier. Ach, das geht nicht direkt hier, das geht hier. Aha, dann gehört das zum Raum dazu. Okay, das muss man auch wissen, aber macht nichts. Titan und Silikongummi, das kriegen wir hin. So. Und auch hier. So. Naja, wobei, eigentlich könnte ich es offen lassen, aber... Wurscht, mach mal zu. Also, ich brauche Silikongummi zweimal. Dab, 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 dab. Auch hier den Scannerraum werden wir dann zumachen vielleicht. Und das Tauchdock auch. Wenn es überflutet wird, dürfte dann vielleicht auch gar nichts mehr passieren, ne? Was wollte ich jetzt? Silikon brauche ich. Das ist, glaube ich, hier dabei. Kann das sein? Oder habe ich gar keins mehr? Ach, ja, ja. Ich glaube, Silikon habe ich gar keins mehr, ne? Das habe ich schon komplett verbraucht. Ah ja. Schaut jetzt so aus. Hoppala. Das schaut... Nein, das wollte ich nicht. Das schaut tatsächlich schon so aus, dass ich keines mehr habe. Das werden wir auch woanders hin tun. Das auch. Das kommt hier rein. Mhm. Da habe ich keine feine Arbeit geleistet. Das nehme ich jetzt mal mit. Ich will das jetzt mal an Pflanzen probieren. Diese Behälter nehme ich auch mit. Die kommen auch rüber. Obwohl, da habe ich was. Silikongummi. Eins habe ich noch. Ich habe es nur übersehen. Das nehme ich jetzt mal kurz mit. Und das Auto auch. Das kommt woanders hin. Auch das hier wollte ich mitnehmen. Ich tausche mal ganz kurz. Hier die Korallen durch wieder rein. Die Röhrendingens. Genau. Und das nehme ich auch mit. Weil, da will ich das gerne hier rein haben. Da wollte ich ja die Alien-Geschichten haben. Also solche Sachen. Das. Ich muss was zum Essen holen. Das und das. Genau. Dann haben wir hier so ein Krimskramsladen-Dings. Genau. Dann baue ich noch schnell. Ich hoffe, ich habe noch genug Titan übrig. So. Na, würdest du?
Ah, da fehlt mir was. Titan. Ach so, okay. Ja, dann eben nicht. Dann noch schnell Essen holen. Ach, warte. Ich esse mal kurz, dass ich nicht gleich sterbe. Das bringt halt echt nichts viel, so ein Snack. Der ist halt echt nichts wert. So, mal kurz einsteigen hier. Habe ich noch was zum Saufen? Nein, ich habe gar nichts mehr. Okay. Jetzt da wird es dann aber schon. Ne? Jetzt habe ich mich zu sehr vernachlässigt hier. Ich gehe mal kurz was fischen. Hier haben wir schon ein Grubschi. Ich hoffe, ich kann ihn über den Haufen fahren. Oder auch nicht. Weil ich daran vorbei bin. Ich Schlaufuchs. Aber ich soll doch nicht unbedingt vor der Haustür alles ruinieren, ne? Dumm. So, den habe ich jetzt erwischt. Wo ist er? Da. So, ich brauche Licht. So. Ein Glubschi haben wir da. Das wäre eine, ist halt zu wenig, aber naja. Bin irgendwie schon am Verhungern. Kann man die da auch essen? Irgendwas habe ich gerade erwischt, oder? War das Einbildung? Ja. Warte mal kurz. Ich schwimme noch mal kurz darüber. Also ich fahre dort drüber. Da haben wir einen Blasenfisch. Versuche mit dem mal zu fangen. Ich brauche ja was fürs Aquarium eigentlich. Ich soll nicht alles tot machen, theoretisch, ne? Zack, komm her. Jawohl. So. Salz habe ich eh genug. So, jetzt müssen wir nach Hause, bevor alles zu spät ist. Ja. Ich fahre schon nach Hause. Kein Stress. Ich habe gerade wieder irgendwas über den Haufen gefahren, glaube ich. Keine Ahnung. Gerade keine Zeit. Stress! Ich habe Stress! So. Schnell, 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 schnell. So. Einmal einpacken, bitte. So. Und gehen wir. So, wenn wir uns wieder gestärkt haben, dann können wir schauen, dass wir weiterbauen und die Silikongeschichten zusammenschustern und weiß was ich was alles. So, also Glubscher einmal. Und einen Blasenfisch. Dann schaue ich gleich, das kann ich noch nicht bauen, okay. Mal kurz essen. Gekocht, gekocht. Ja, das haut schon hin. Dann brauche ich hier. Nein, falsch. Hier. Ich mache gleich zwei. So. So. So, so, so. So, einmal. Dann halt vier in dem Fall, vier Wasser. Dann passt das schon. So, dann bitte. So, so, so. Zweimal. Und den einen Glubschi koche ich auch noch. Und dann fahren wir was mal für das Aquarium, wenn es geht. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jo. Also, Prost, Mahlzeit und Prost. So, jetzt geht's wieder. So. Pflanzkiste. Halt, falsche Abteilung. So, da lang. Dumm, 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 dumm. Kann ich hier noch durch? Aha, das muss ich fertig bauen. Okay. Könnte ich aber derweil noch zerreißen. So, dann kann ich wieder durch. So. Aha. Okay, mit Rechtsklick, dann sind sie hier. Ah, schau. Dann sieht man sie da. Cool. Okay. Das klappt schon mal. Das freut mir. Und hier dann auch einfach einsetzen, dann klappt das auch. Bin ich jetzt hier? Ich habe ja noch ein paar Monstereier. Wartet mal, ich probiere jetzt was. Ob ich mir jetzt kleine Monsterlis züchten kann? Sollte möglich sein. So, und zwar hier. 1, 2, 3.
Kleine Kreatureneier. Bin gespannt, was daraus schlüpft. So, wahrscheinlich so ein Bombenfisch, der haut mir dann. Der explodiert dann und dann ist vorbei. So, also. So. Zack. Geht das? Ah, nein, das geht nicht. Okay. Ich wollte es mal probieren. Aber es sollte möglich sein. Wahrscheinlich mit einem größeren Aquarium. Gibt es, glaube ich, so ein Forscher-Dings-Bums und dann klappt das, glaube ich. Kann ich das verbauen schon? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das nicht eh schon. Da ist es, genau. Das ist Lebenszucht, bla bla. Boah, das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das groß. Da brauche ich, glaube ich, einen eigenen Mehrzweckraum dafür. Nicht nur glauben, sondern fixer noch, Barmalter. Gott, das ist groß. Das ist groß. Okay. Dann nicht. So nicht. Dann müsste ich ja theoretisch auch nochmal zurück zu der einen Insel und versuchen, diese Kartoffeln anzubauen und diese Melonen. Ob das funktioniert eventuell. Und die brauchen sowieso noch einen Haufen Quarz und Titan. Und der Party ist wieder zu Ende. Es ist fürchterlich. Nicht viel geschafft. Aber ich finde, trotz allem, wir haben jetzt drei Mehrzweckräume schon. Ich finde, ganz so schlecht ist es jetzt nicht, oder? Wie ich das jetzt mal bescheiden sagen darf. Aber der Raum hier gefällt mir halt momentan besonders gut. Schaut auch von außen super aus. Sehr schön. Dann kommen die Aliens und zack, alles ist hin. Ah, auch hier gehören dann noch Fenster hin, also Quarz brauche ich zum Vergasen. Und dann wäre mal gut, nach oben zu bauen, dass wir auch da oben vielleicht mal so eine Terrasse bauen können oder so. Irgendwie mit dem Land verknüpfen und verbinden, dass wir dann vorn draußen unsere Außenbecken bauen können und so, ne? Das wäre schon schön. Gut, aber für heute soll es mal genug sein. Das ist mal Zukunftsmusik und für heute ist genug. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!